Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Sonntag, der 2. April. Zum Abschluss des Wochenendes wird es heute nochmal aufwühlend. Im heutigen Filmtipp beginnt eine erfolgreiche Anwältin eine brisante Affäre. Und unser Doku-Tipp räumt mit Legenden um einen der berühmtesten Künstler der Welt auf. Los geht es aber mit einem Drama auf hoher See. In War Sailor werden die beiden Seemänner Alfred Garnes und Sigbjørn Kvalen mitten auf dem Atlantik vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Jugend und arbeiten zusammen auf einem Handelsschiff. Keiner der beiden hatte vor, an einem Krieg teilzunehmen. Doch von einem Moment auf den nächsten sind sie als unbewaffnete Zivilisten Teil der Frontkämpfe. Er ist Koch und kein Seemann. Du bringst ihn wieder heim, ja? Ich werde ihn dir zurückbringen. Jetzt ist es offiziell. Die Regierung hat beschlossen, die norwegische Handelsmarine sofort dem Kommando des Königs zu unterstellen. Sie werden uns da draußen abschlachten. Aber er kommt bald wieder, oder? Während Alfred und Sigbjørn auf dem Meer ums Überleben ringen, muss Alfreds Frau Cecilia zu Hause in Bergen sich und die drei Kinder vor dem Krieg in Sicherheit bringen. Weder Alfred noch seine Familie wissen, ob sie einander je lebend wiedersehen werden. Die dreiteilige Miniserie ist eine Adaption des gleichnamigen Films von Regisseur Gunnar Wikene, der in Norwegen schon großen Erfolg gefeiert hat. Der dramatische Stoff sollte von vornherein sowohl als Kinofilm als auch als Serie veröffentlicht werden. Ihr findet War Sailor ab heute bei Netflix. Der Star des heutigen Doku-Tipps musste zwar nicht selbst in einem Krieg kämpfen, seine Kunst wurde aber trotzdem stark davon beeinflusst. Die Rede ist von Pablo Picasso und dem spanischen Bürgerkrieg. Im April 1937 wurde die spanische Kleinstadt Guernica dem Erdboden gleichgemacht. Dabei starben vor allem ZivilistInnen. Für Picasso war das der Anlass, ein Gemälde gegen Kriegsverbrechen zu malen. Das Bild, das dabei entstand, heißt Guernica und ist bis heute eines der bekanntesten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Spätestens mit diesem Bild stieg auch Picasso selbst zu einem der größten Medienstars der Kunst auf. Anfang April jährt sich sein Todestag zum 50. Mal und deswegen zeigt Arte unter anderem die Dokumentation Picasso ohne Legenden. Pablo Picasso, der Mann, der Guernica malte und die Friedenstaube entwarf, ist 50 Jahre nach seinem Tod noch immer der bekannteste Maler der Welt. Sein Name steht beispielhaft für den kompromisslosen Künstler. Wie wurde er zu dieser Ikone des 20. Jahrhunderts? Ein Teil der Antwort liegt in unserem verklärten Bild des Malers. Die Doku läuft im Rahmen eines ganzen Thementages, den Arte dem berühmten Maler widmet. Dabei haben nicht nur die Legenden um Picasso ihren Platz, sondern auch kritische Perspektiven auf den Künstler. Ihr könnt Picasso ohne Legenden ab heute in der Arte Mediathek streamen und der Thementag läuft heute den ganzen Sonntag über auf Arte. Im dänischen Spielfilm Königin lebt die Hauptfigur Anne ein scheinbar perfektes und idyllisches Leben. Sie ist erfolgreiche Anwältin und wohnt mit ihrem Mann Peter und den beiden gemeinsamen Töchtern in einem schicken Haus am Stadtrand. Als ihr 16-jähriger Stiefsohn Gustav einzieht, wird Annes perfektes Leben ziemlich durcheinander gewirbelt. Gustavs Anwesenheit weckt in Anne die Sehnsucht, endlich wieder begehrt zu werden. Und sie beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihm. Erst als ihre Schwester Lina sieht, wie Gustav und Anne sich küssen, bricht Anne die Beziehung ab. Wovor hast du am allermeisten Angst? Dass sich alles auflöst. Scheiße, was tust du da? Peter darf auf keinen Fall davon erfahren. Lass mich los! Anne versucht zu verhindern, dass ihr Mann von der Affäre erfährt, doch dafür ist es zu spät. Ein Ringen um Vertrauen und persönliche Freiheit beginnt. Das mehrfach preisgekrönte Drama war der dänische Kandidat für den Auslands-Oscar 2019. Ihr findet Königin ab sofort in der ARD-Mediathek.
Das war's für diese Woche mit unserer Orientierungshilfe durch den Streaming-Dschungel. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann folgt diesem Podcast. Es gibt jeden Tag eine neue Folge von uns mit aktuellen Tipps. Die landet dann direkt in eurem Podcast-Feed. Die Tipps für heute hat Caroline Galvis rausgesucht. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Ich heiße Michelle Paulina Kolberg und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.